Vor kurzem hat Serif die neue Affinity Publisher Version 1.9 veröffentlicht und damit auch einen ganzen Strauß an neuen, interessanten Features, die in der Community schon lange gewünscht wurden, vor allem auch von Menschen, die vom InDesign zu Affinity Publisher umgestiegen sind. In diesem Video zeige ich euch kurz vier dieser Features, die ich persönlich noch spannend finde oder die einfach auch nützlich sind im Umgang mit Layouts. Beginnen wir mit dem ersten Feature, und zwar ist das das Ändern der Anschnitts- und Randfarben. Wenn wir ein neues Dokument eröffnen, sind die Standardfarben der Ränder und des Anschnittes relativ dezent und nah beieinander farblich. Es kann aber durchaus auch mal Sinn machen, die Farbe zu ändern, entweder um für bessere Sichtbarkeit im Dokument oder auch einfach, weil man lieber eine andere Farbe zur Ansicht verwendet. Ich habe jetzt hier mal mein Magazin Layout, das ich vorbereitet habe. Und ihr seht, ich habe hier die Farben drin. Wenn wir nun diese Farben anpassen wollen, machen wir das über zwei Schaltflächen in der Kontextleiste oben, und zwar einmal die Dokumenteinstellungen für den Anschnitt und die Layout-Seite für einrichten für die Ränder. Gehen wir mal in den Anschnitt. Hier sehen wir unser Farbfeld, in das wir hineinklicken, und dann können wir über das bekannte Affinity-Farbrad eine Farbe auswählen, die uns zusagt oder die sich gut vom Hintergrund abhebt. Dasselbe machen wir über Layout-Seite einrichten, Ränder für unsere Randfarben. Und ihr seht, nun haben wir hier zwei sehr unterschiedliche und poppige Farben eingestellt. Ich habe jetzt hier diese Doppelseite angewählt. Wenn ich nun die Seite wechsle, seht ihr, dass der Anschnitt übernommen wurde, der Randfarbe jedoch nicht. Das hat einen einfachen Grund. Der Anschnitt ist grundsätzlich global über das ganze Dokument, während natürlich die Randverhältnisse von Seite zu Seite verschieden sein können und auch eine andere Farbe annehmen dürfen. Alternativ können, wenn wir das Ganze komplett global anwenden wollen, müssen wir das Ganze auf der Musterseite anpassen. Im Affinity Publisher sind das die Masterpages. Den Anschnitt haben wir ja übernommen. Und Layout einrichten müssen wir uns jetzt aber noch die Ränder eingeben. Nun seht ihr, werden die Farben komplett auf die Seiten übernommen, außer wir haben eine zweite Musterseite angelegt, wie das hier der Fall ist, die Master B-Seite. Hier müssen wir das Ganze natürlich auch nochmals für die Ränder definieren. Der Anschnitt wurde übernommen, weil der grundsätzlich über alle Masterpages geht. Es gibt keinen Zurücksetzen-Button, das heißt, man kann in einem Dokument den Wert nicht auf Standard zurücksetzen, wenn man ihn mal definiert hat. Ihr müsst jetzt aber auch keine Angst haben, dass ihr nun die Farben permanent drin habt, denn sobald ihr wieder ein neues Dokument erstellt, geht der Publisher wieder von der Standardfarbe aus. Die wird also nur in das Dokument geschrieben und nicht für alle zusätzlich übernommen. Es ist also keine Voreinstellung für das Programm. Die nächste Funktion ist eine Pixelebene in eine Bildressource umwandeln. Das finde ich persönlich ein sehr spannendes Unterfangen. Wenn ihr unter Dokument Ressourcenverwaltung eure Bilder anschaut, dann seht ihr hier die verlinkten Bilder, die wir haben, verknüpft in einen Ordner.
Dieses Bild ist momentan auf geändert, da ich erst vor kurzem etwas daran gemacht habe, tut aber nun nichts zur Sache. Wenn wir aber nun uns entscheiden, zum Beispiel mit der Fotopersona irgendeinen Effekt oder irgendwas da auf die Seite zu malen, oder wenn wir wie in dem Fall hier jetzt über unsere Asset-Bibliothek noch ein bisschen etwas mehr Mystisches reinbringen wollen, übernehme ich hier meine Fog Overlays, positioniere das und schiebe das noch ein bisschen nach unten. So. Nun haben wir die Doppelseite mit einem leichten Nebel- oder Raucheffekt. Ein Problem, das wir jetzt nun hier aber haben, das ist eine Pixelebene. Wenn wir in unsere Ressourcenverwaltung gehen, sehen wir, dass wir sie hier nirgends drin haben. Ist nicht weiter schlimm, solange wir an diesem Dokument arbeiten oder einfach nur das Dokument so eins weitergeben. Was aber, wenn wir nun nur ein Element weitergeben wollen oder bei der Ausgabe sammeln, diesen Fog ebenfalls als eine Bilddatei mitgeben wollen. In der neuen Version funktioniert das ganz einfach, und zwar wählen wir uns mit dem Verschieben-Werkzeug diese Pixelebene an, machen einen Rechtsklick darauf und wählen hier in Bildressource umwandeln aus dem Kontextmenü. Ihr seht, nur in der Ebene wurde in den Klammern Pixel zu Bild. Und wenn wir nun in unsere Ressourcen reingehen, sehen wir hier, dass wir diese Foreground Fog PNG als eingebettetes Bild zur Verfügung haben. Wenn wir nun hier auch eine Verknüpfung machen wollen, können wir das ganz einfach machen, indem wir ihn anwählen, unten auf die Schaltfläche Verknüpfen klicken und ihm sagen, wo dass wir effektiv dieses Bild reingespeichert haben wollen. Ihr seht, es wurde nun verknüpft in diesen Ordner und es ist noch etwas Spannendes dazugekommen. Er hat nun aus dem PNG ein TIFF gemacht zur Weitergabe. Und hier in unserem Ordner ist nun das TIFF abgelegt mit Transparenz. Finde ich ein sehr cooles Feature von Affinity Publisher. Vor allem, wenn man mit solchen Overlays arbeitet oder wenn man häufig Grafikgeschichten über die Fotopersona macht. Also zum Beispiel hier irgendwas auf die Seite skribbelt oder so, dann zurückwechselt. Das seht ihr hier, wir haben nun eine Pixelebene bekommen, die wir verschieben können, skalieren können und so weiter. Wir haben aber immer noch keine Verknüpfung. Hier funktioniert es genauso. Wir gehen auf die Bildressource umwandeln, bekommen diesen Pfeil nun als ein aufgeführtes Element. Eine Verknüpfung erstellen, fertig. Pixel-TIFF abgelegt, nun in unserem Ordner. Ein wirklich cooles Feature, mit dem doch einiges ein bisschen einfacher wurde. Die dritte Variante ist eine schon sehr lange gewünschte Variante, und zwar, dass die Studio-Vorgaben gespeichert werden können. Beim Affinity Publisher oder auch bei jeder anderen Affinity Software sprechen wir ja vom Studio, wenn wir hier rechts oder auch links unsere Panels haben. Unter Ansicht Studio finden wir dann auch die wichtigsten Panels,
Eigentlich fast alle Panels finden wir hier drin, können Sie aktivieren. Im InDesign würden wir nun unsere Panels anordnen, wie wir sie gerne hätten. Wir würden ein Workspace speichern. Das funktioniert lange im Affinity Publisher nicht. Das heißt lange, seit Version 1. Wurde nun aber in der Version 1.9 nachgebessert. Und zwar können wir hier nun unsere Studio-Vorgaben hinzufügen. Das heißt, wenn ich hier mir eine Vorgabe machen will, die sich eher ein bisschen auf Typografie bezieht, dann klicke ich hier meine Textrahmen, Panline, mein Glyphenbrowser und allenfalls noch meine Tabellen. Ich habe hier schon mein Absatz, Zeichen und Textstile sowie die Ebenen, die ich nun verschieben werde, und zwar nach oben hier, und gebe nun dieses Panel hier zu meinem Text. Rahmen. So. Nun, wenn ich da finde, das ist in Ordnung so, gehe ich über Ansicht, Studiovorgaben, Vorgabe hinzufügen. Bekomme nun ein Dialogfeld und werde aufgefordert, ihm einen Namen zu geben. Nun haben wir hier unter Studiovorgaben das Ganze gespeichert. Wenn wir nun unser Studio zurücksetzen auf den Werkseinstellungen, können wir nun jederzeit diese Vorgabe wiederholen. Wir können uns auch noch eine zweite Vorgabe machen, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will noch etwas haben, das stärker auf interaktiv, auf Multimedia geht, hole ich mir hier noch meine Hyperlinks. Meine Anker. Und könnte die nun auch hier schwebend, nicht angepinnt, sondern schwebend außerhalb oder auf einem zweiten Bildschirm natürlich hinplatzieren. Und füge eine neue Vorgabe hinzu. Interaktiv. Und wir sehen, nun habe ich auch die hier abgespeichert und kann jederzeit hin und her switchen. Über Ansicht Studiovorgaben, Studiovorgaben verwalten, bekommen wir ein Fenster, in dem wir alle unsere Vorgaben haben, in dem wir neue laden können, diese löschen oder umbenennen. Etwas weiteres ist spannend, und zwar, wenn ich häufiger zwischen meinen Vorgaben wechseln muss, kann ich dieses Fenster auch offen lassen und kann so per Doppelklick die ganze Zeit auch wieder hin und her switchen. Für InDesign-Nutzer nicht mehr wegzudenken, ist es nun auch möglich, im Affinity Publisher seine Workspaces in dem Sinn zu speichern. Die letzte Funktion ist ebenfalls ein alter Bekannter aus InDesign, und zwar Dokument verpacken. Bis anhin konnte man das nicht. Man konnte lediglich über die Dokument- und Ressourcenverwaltung die Bilder sammeln. Das heißt, anwählen, sammeln. Und dann hatte man einfach alle Verlinkungen exportiert, konnte dann das zusammenschicken mit dem Affinity Publisher File. Neu kann man aber nun das Ganze verpacken, und zwar über Datei als Paket
speichern, bekommt dann hier das Dialogfeld, in dem wir Zusammenfassung haben mit den verwendeten Schriften, Fehlern, Bilder und so weiter. Wir können unter Optionen definieren, ob wir Schriften und Bilder inkludieren wollen. Unter den Schriften wird angegeben, ob sie vorhanden ist, ob sie in Ordnung ist, wie viele Schriften. Dasselbe bei den Bildern. Hier noch das geänderte Bild, das von vorhin, macht aber auch nichts. Und dann können wir weiter und das Ganze verpacken. Er fragt uns nun nach einem Ordner. Diesen erstellen wir und machen unser Paket da hinein. Ihr seht nun, hier habe ich den Ordner drin und zwar mit den Schriften und den Bildern gesammelt und einem File, das die Endung afpackage hat und nicht die Endung afpub, wie das die meisten, wie das sonst die Affinity Publisher Dokumente haben. Damit hat das etwas auf sich und zwar ist das ein Package-File, das man so weiterschicken kann. Die Person, die es bekommt, kann das öffnen und bekommt das komplette Layout im Publisher und kann es dann wieder als normales Publisher-File speichern. Der Clou an dem Ganzen ist, wenn man Schriften im Dokument verwendet, die die andere Person nicht hat oder wenn man die Schriften nicht mitschickt, weil man ja aus legaler Sicht Schriften eigentlich nicht verpacken und verschicken darf, da man ja nicht die Rechte daran hat, kann man das Package schicken und wenn es aufgemacht wird, sieht der Publisher, dass die Schrift nicht auf dem System geladen ist und lädt sie aus diesem AF-Package heraus. Das heißt, die Schriften sind dort drin enthalten. Man kann so das File verwenden, bearbeiten, sichern, PDF schreiben, alles komplett mit der Schrift. In dem Moment, in dem das File zugemacht wird, wird die Schrift wieder vom System entfernt. Finde ich eine sehr praktische Lösung, um das Schriftenproblem ein bisschen einfacher zu machen. Ja, das war es auch schon. Die vier Features, die ich euch gerne vorstellen wollte. Ich werde im Zuge noch weitere, in Zukunft noch weitere Features sicher vorbereiten und diese dann ebenfalls per Video vorstellen. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.